Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video. In dem heutigen Video will ich euch einen Art Weight Gainer zum Selbstmachen zeigen. Und zwar, ich habe vor einigen Wochen mal in Snapchat ein Bild gepostet, wo ich drunter geschrieben habe, der 2000 Kalorien Shake. Daraufhin haben mich einige Leute darauf angeschrieben, was denn da genau so drinnen ist. Beziehungsweise persönlich haben mich auch einige Leute darauf angesprochen. Dann habe ich das den Leuten halt erklärt, beziehungsweise geschrieben. Und da kamen sehr, sehr gute Resonanzen zurück. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einfach mal ein kurzes Video darüber, was denn genau so drin ist in dem Shake. Er ist völlig easy zu machen und das Ganze ist in 5 Minuten vorbei. Und ist einfach nur perfekt für jeden, der sagt, der muss seine Kalorien vollbringen. Ich zeige euch, wie gesagt, heute nur wieder eine Alternative. Wer sagt, der will trotzdem auf diese Weight Gainer zurückgreifen, beziehungsweise er findet es einfach einfacher, der kann das gerne machen. Ich habe persönlich mir noch nie einen Weight Gainer gekauft. Ich habe das im Aufbau beziehungsweise in der Massephase einfach so gemacht, wie ich das Ganze eigentlich jetzt hier erkläre. Wer Lust hat, kann es gerne mal ausprobieren. Es ist nicht jedermanns Sache, man muss es auch vertragen. Probiert es einfach mal aus. Probieren geht über Studieren, sagt man ja so schön. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ich erkläre euch kurz, was so für Zutaten drin sind. Und dann würde ich mal sagen, dann fangen wir jetzt an. So, zum Anfang brauchen wir einen Mixer. Also einfach nur einen normalen Mixer. Ich mache hier immer so ungefähr 500 bis 700 Milliliter Wasser rein. Man kann auch weniger Wasser reinmachen, beziehungsweise auch mehr Wasser. Aber dadurch, dass ich hier eh viel trinken will am Tag, gönne ich mir da gleich mal mehr Wasser. Und das ist eine super Alternative, um durch den Shake auch gleich genügend Wasser mit aufzunehmen. Die zweite Zutat ist einfach wieder ganz normal die Haferflocken. Ich habe immer die extra Zartner. Kostet, glaube ich, 39 Cent die Packung, also super, super billig das Ganze. Dann des Weiteren kommt bei mir eine Banane und ein Apfel rein. Ihr könnt da hier jetzt wieder variieren, wie ihr wollt. Ihr könnt von mir aus auch irgendwelches Gemüse reinpacken, wem es schmeckt, oder Mandarinen, Orangen oder eben auch Tiefkühlfrüchte. Das ist jedem überlassen, wie er es mag. Oder man macht gar nichts rein. Das ist natürlich auch eine Alternative. Als nächstes tue ich bei mir beim Mixen immer so ein bisschen Zitronensaft mit runtermischen dann. Einfach, weil ich generell mein Wasser immer mit Zitrone trinke und mir schmeckt es auch in dem Shake sehr, sehr gut, dass da einfach ein bisschen Zitronengeschmack mit drinnen ist. Dann, als nächstes brauchen wir natürlich wieder unser Eiweiß. Natürlich geht das Ganze auch ohne Eiweißpulver. Wenn man das Ganze halt ohne Eiweißpulver macht, dann hat man halt am Ende nicht ganz so viel Eiweiß zusammen, als wie wenn man das Ganze mit einem Scoop oder zwei Scoops Eiweißpulver macht. Das ist irgendwo logisch. Aber es geht auch ohne, ist kein Problem. So, dann kurz einfach nur zur Zubereitung. Ganz fix geht es eigentlich, wie gesagt, einfach 500 bis 700 Milliliter Wasser. Dann schneiden wir jetzt die Banane und den Apfel klein. Und dann ist jetzt ganz wichtig zum Beachten, dass ihr von dieser 500 Gramm Packung erst einmal 250 Gramm nimmt, die in den Mixer tut und dann das komplette raus. Dann nochmal 700 Milliliter Wasser auffüllen und dann nochmal 250 Gramm Haferflocken. Also im Endeffekt 500 Gramm Haferflocken, aber auf zweimal aufgeteilt. Und glaubt mir, ich spreche aus eigener Erfahrung, wer die 500 Gramm auf einmal in den Mixer haut, das wird nichts, glaubt mir. Das wird so eine Pampa, beziehungsweise ja, der ganze Mixer verstopft. Das ist keine gute Idee, ich würde es keinem raten. Also wie gesagt, 750 Milliliter Wasser, 250 Gramm Haferflocken rein, dann einfach eine Banane oder einen Apfel, wahlweise jeder wie er mag. Dann kommt einfach ein Scoop Eiweiß dazu. Ich mache das eigentlich immer so Hälfte, Hälfte, insgesamt praktisch ein Scoop. Also bei den ersten 250 Gramm Haferflocken einen halben Scoop Eiweißpulver rein. Dann bei den zweiten 250 Gramm Haferflocken nochmal einfach den halben Scoop Eiweiß dazu. Das war es eigentlich im Endeffekt schon. Ich mache das Ganze jetzt mal. Und bei mir ist es immer so, untermixen, schütte ich dann praktisch von oben noch ein bisschen Zitronensaft rein. Glaubt mir, das schmeckt einwandfrei, geht runter wie nix und hat einfach über 2100 Kalorien. Besser geht's nicht, oder? Da würde ich mal sagen, legen wir los. Let's go! Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. So, damit wäre das Ganze fertig. Natürlich kommt es dann noch das zweite Mal, die 250 Gramm Haferflocken und dann nochmal der Rest von den Äpfeln bzw. von der Banane mit rein. Aber ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. So schaut das Ganze dann aus. Das kann man dann einfach in so Shakebecher reinfüllen
Oder ihr füllt es in Gläser rein, das ist ja egal. Oder lässt es gleich im Shaker drinnen. Und sowas, das könnt ihr überall mit hinnehmen. Das könnt ihr in die Arbeit mitnehmen. Das könnt ihr einfach nur ganz schnell für 5 Minuten in der Früh machen. Und es sind einfach dann im Endeffekt, ich habe mir das Ganze natürlich ausgerechnet, nur um euch das zu zeigen, 2131 Kalorien. Davon, von den 2131 Kalorien, sind in dem ganzen Shake dann 91 Gramm Eiweiß drinnen, 334 Gramm Kohlenhydrate und 36 Gramm Fett. Also perfekt. Natürlich muss man jetzt nicht die ganze Packung Haferflocken machen. Man kann das Ganze auch mit 200 oder 300 Gramm Haferflocken machen. Wenn man einfach sagt, ich komme nicht auf meine Kalorien am Ende des Tages und brauche nochmal so 1000 oder 1500 schöne, schnelle Kalorien, die ich einfach ganz schnell und easy machen kann, dann ist es einfach eine super Alternative. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für mehr solcher Videos einfach auf Gefällt mir drücken. Beziehungsweise ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Würde mich auch freuen, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Mucho. Bye, bye.